Lexus hat den Star-Status auf der aktuellen IAA klar definiert. Die Japaner rücken den neuen GS ins Rampenlicht. Eine echte Messe-Weltpremiere. Seit 20 Jahren feiert der GS weltweite Erfolge in der Oberklasse. In der nunmehr vierten Generation misst er sich beispielsweise mit einer E-Klasse von Mercedes oder dem Audi A6. Der äußere Auftritt der Limousine zeichnet sich durch ein deutlich akzentuierteres Design mit einer markanteren Front aus. Der Innenraum ist modern, hochwertig und funktional gehalten. Auch der neue GS bietet eine umfangreiche Sicherheitsausstattung und zahlreiche serienmäßige Komfortmerkmale, die sich der Wettbewerb als Option gut bezahlen lässt. Bei den Antrieben steht der GS 450 mit Vollhybrid im Mittelpunkt. Die Systemleistung mit weit über 300 PS garantiert souveränes Fortkommen bei sensationell niedrigem Verbrauch. Ja, es wird kommen Anfang nächsten Jahres. Wie der Preis sich gestalten wird, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Das wissen wir nicht. Es ist die Weltpremiere. Die ganzen Einführungsaktivitäten stehen uns noch bevor. Und dann kommt die Markteinführung im nächsten Jahr. Mit einer Rekordzeit von 7 Minuten 14,64 Sekunden brannte die Sonderedition Nürburgring des Lexus LFA einen neuen Rundenrekord für Serienautos in den Asphalt der rund 24 Kilometer langen Kultstrecke. Das qualifiziert zum IAA-Star. Das ist ein ganz speziell auf den Nürburgring abgestimmtes Paket. Mit diesem Paket ist ja auch ein Streckenrekord gefahren worden auf der Nordschleife. Mit ganz etwas über 7 Minuten hat er auf Serienbereifung eine fabelhafte Zeit gefahren, nämlich den Streckenrekord auf dem Nürburgring. Die IAA zeigt klar, Lexus sucht seine Nische mit Premiumfahrzeugen und Hybridantrieben.